bin jetzt die liebe Tante und bei mir sind die bösen Onkels. Bösen Onkels aus Frankfurt, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zur Sendung. Schön bunt seht ihr alle aus mit euren vielen Tätowierungen, kann ich leider nicht mitbieten. Warum seid ihr denn die bösen Onkels? Ihr seid doch ganz friedlich, so vorhin in der Kantine. Fand das irgendwie ganz nett. Kennst du uns? Ich lerne euch jetzt gerade kennen. Wieso seid ihr denn so böse? Naja, was heißt böse? Das ist ein Name, ne? Das hat nicht unbedingt was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Nee, ich frage ja auch nur so dumm, weil ich wissen wollte, woher ihr den Namen oder wie ihr auf den Namen gekommen seid. Ja, den Namen haben wir von ein paar kleinen, Kids kleinen Kindern gekriegt. Da waren wir im Urlaub gewesen, ein bisschen Skifahren und so. Und dann sind die mit ihren Müttern an der Hand gekommen und haben gesagt, oh, Mutti, guck mal da drüben, die bösen Onkels. Oh. Gedacht, naja, das ist ein ganz guter Name. Die Band danach nehmen wir den. Ja, naja, das ist eine gute Namensentstehungsgeschichte. Ihr habt ja ein ziemlich knallhartes Image, also so, wenn man euch so sieht, so für den Otto-Normalbürger wird es schwierig, mit so einer Sache fertig zu werden. Und ihr hattet aber darüber hinaus, also nicht nur euer Image, sondern ihr hattet auch wegen Ausschreitungen Auftrittsverbot in Deutschland. Ja, Auftrittsverbot nicht direkt, ja. Also es hat niemand zu uns gesagt, ihr könnt hier nirgendwo mehr auftreten, sondern es war eigentlich nur eine Konsequenz, da wir waren früher alle Punks gewesen und es gab halt da öfters Ausschreitungen in Zuschauern. Und das hat natürlich dann halt die Folge gehabt, dass halt viele Veranstalter gesagt haben, mit denen machen wir kein Konzert mehr, weil sie eben Angst um ihre Hallen hatten. Ja, ihr habt ja fast jahrelang, kann man sagen, nicht gespielt, ne? Richtig, ja. Mittlerweile sind sogar schon 2 Jahre, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, oh Gott, ja. Und dann gibt's aber demnächst die bösen Onkels wieder live. Ja, es ist zu hoffen, ja. Wir haben jetzt also ein Gig in Limburg in Aussicht am 21. Januar. Steht nun natürlich noch nicht hundertprozentig fest, aber so wie es aussieht, wird das schon klappen. Und danach hoffen wir uns, wenn die Resonanz dementsprechend ist und das verläuft alles friedlich, was in unserem Interesse ist, dann nehme ich an, dass wir auch mehr Angebote bekommen. Dass ihr auch mal wieder eine richtige Tournee machen könnt. Ja. Jetzt hat sich ja die LP, die aktuelle Kneipenterroristen, 3 Monate ist sie jetzt, glaube ich, draußen, seit August, hat sich ja doch schon über 20.000 Mal verkauft. Ja. Obwohl ihr nicht live macht und und in den Medien so gut wie nicht präsent seid. Genau, das ist richtig. Warum meint ihr denn, habt ihr so viele Platten verkauft? Kann es sein, dass euer schlechtes Image euch dazu verholfen hat, dass das Ganze, ich meine, irgendeinen Kick braucht man ja. Ja, eventuell. Ich glaube, die Kids verlangen auch ein bisschen vielleicht nach deutschen Texten. Ich glaube, dass erstens, glaube ich, dass unsere Musik, sagen wir mal, jetzt mittlerweile auch so in den Heavy-Bereich auch mitnimmt. Und ich glaube, dass uns das auch eine Menge neuer Leute gebracht hat. Und außerdem glaube ich halt eben auch, dass deutsche Texte irgendwie doch auch ein Grund dafür sind. Ja, und dass sie eben ein bisschen außergewöhnlich sind, vielleicht auch ein bisschen derbe wie bei anderen Bands. Das ist nicht unbedingt was Gewöhnliches, glaube ich, die Texte, die wir schreiben. Ja, warum, darf ich doch mal vielleicht auch mal jemand anders aus den hinteren Reihen fragen, worum drehen sich eure Texte? Was ist so der Inhalt? Verschieden. Um Wahrheiten eigentlich nur, wahre Geschichten. Ja, seid ihr auch politisch? Nee. Also ihr wisst, wir waren auch noch nie politisch. Wenn man die Zeitung guckt, so machen wir unsere Texte so ungefähr. Also das wird man so alles jeden Tag erleben. Ja. Ich meine, da wird gesungen übers Trinken, übers Feiern. Aha, mal wieder übers Trinken, mein Lieblingslied. Naja, gut, ist nicht nur so. Wir haben wir singen auch viel über uns selbst. Unsere Texten stehen halt so eine ganze Menge Ironie halt drin. Wir singen auch über irgendwelche Horrorfilmfiguren, weil wir alle gerne Horrorfilme schauen. Ja. Und verarbeiten ist natürlich auch irgendwie in unseren Text. Natürlich immer mit der gehörigen Portion Ironie. Die Leute nehmen manchmal unsere Texte etwas zu ernst, muss man sagen. Ja, was heißt, sie nehmen die Texte zu ernst? Das möchte ich ja doch genau. Sie denken zu viel über die Texte nach. Falsch. Ich glaube, die denken eher falsch gedacht. Die nehmen das, was sie vordergründig lesen können, aber denken nicht weiter nach, was eigentlich gemeint ist. Und wenn sie dann was lesen, ist denn gemeint? Ich mein, also ich schreibe die Texte meistens in der Ich-Form aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass wenn die Leute kriegen, sie dann eher ins Gesicht geschlagen. Es wirkt einfach ein bisschen härter. Obwohl es nicht unbedingt gemeint ist, wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Kindermörder oder sowas Lied schreibe, dann hat es für mich nicht die Bedeutung, dass ich das ins Positive ziehen will, sondern einfach nur, was in dem Mensch seiner Psyche halt vorgeht. Der Text ist einfach nur eine schauspielerische Rolle. Ja. Ist alles. Aha. Gut, also man soll es nicht so ernst nehmen, meint ihr. Ja. 1979 ist die Band ins Leben gerufen worden, das ist ja schon eine richtig lange Zeit. Tja. Also ich meine, schon fast 10-Jähriges könnt ihr nächstes Jahr feiern. Richtig. Ist das eigentlich die Originalbesitzung? Ja, das ist immer die Originalbesitzung. Nee, doch. Kommen wir auf. Ja. Hi, ihr müsst euch ja sehr lieben. 10 Jahre. Ja, so ist es. Wir lieben und hassen uns über alles. Ja, ist doch toll, dann habt ihr ja Trends kommen und gehen sehen. So ist es, wir haben auch schon mitgemacht. Einiges mitgemacht. Ja. Ja, wie ist es denn mit euch selber? Habt ihr auch die Welle gewechselt oder seid ihr eurem Ausgangs Dingens treu geblieben? Ich glaube, von unserer Charaktere haben wir uns wohl nicht sehr verändert, aber sagen wir mal, wir sehen heute natürlich einiges anders, wie wir es vor ein paar Jahren noch gesehen haben. Ist klar, man entwickelt sich ganz natürlich.
Und deswegen sind wir nicht unbedingt anders geworden, aber sagen wir, ich glaube, wir haben uns allgemein weiterentwickelt, nicht nur die Musik, sondern auch wir persönlich. Ja, das wäre ja auch schade, wenn ihr euch in 10 Jahren, also ich meine... Das ist wahr, ja. Aber was war denn der Auslöser, 1979 eine Band zu gründen? War denn die Punkbewegung ein Vorbild? Ja, das ist richtig. War das so die treibende Kraft? Ja, das ist richtig. Mhm. Als die Punkwelle aus England übergeschwappt ist, ich meine, damals, als wir die Band gegründet haben, konnten wir alle noch keine Instrumente spielen und so. Echt? Und dann haben wir gesagt, oh, die Jungs, die bringen das einfach, die stellen sich einfach hin, machen Konzerte, haben ihren Spaß, das geht gut ab, das machen wir auch. Das müsst ihr mal einem richtigen Rock'n'Roller erzählen, der ärgert sich dann. Die üben Tage, ja, oder ein Jatzer zum Beispiel. Ja, wir sind immer die fleißigsten. Das ist ja das Schlimme, die stehen alle im Keller und üben jahrelang, aber rauskommen sie nie. Ja, aber ist ja auch irgendwie schade. Naja, ja. Ist ja auch ein anderes Thema. Wer ist denn Freddy Krüger? Freddy Krüger ist... Moment, muss ich kurz noch dazu sagen, weil warum ich diese Frage stelle, hat folgenden Grund. Freddy Krüger heißt nämlich die Nummer, die wir gleich sehen werden im Video. Und ich finde es toll, dass ihr in Deutsch singt. Das finde ich heiß, weil wo hat man das schon? Also erklärt mir mal, wer der Freddy Krüger ist. Freddy Krüger ist der Hauptdarsteller einer amerikanischen Horrorserie. Ja. Nightmare Marble Cross wird wahrscheinlich vielen Begriff sein. Und naja, wir können halt zu Freddy ein paar Parallelen ziehen und vielleicht auch die Sachen, die in dem Film passieren. Und haben wir gedacht, na, das ist eine ganz gute Idee für einen Song. Aha, den sehen wir jetzt gleich. Aber bevor wir den sehen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, dieses wunderbare Sweatshirt erstens zu zeigen, zweitens zu verlosen. Also ich mag immer besonders solche Gäste, die was mitbringen für die Fans. Finde ich ganz toll. Wir haben auch eine Quizfrage. Wer will die Quizfrage stellen? Hier. Kevin? Ja, die Quizfrage, die lautet, wie heißt die verbotene Platte von uns? Also es ist nicht die aktuelle, es ist nicht die Kneipenterroristen, sondern es gibt eine andere LP, die wurde verboten. So ist es. Wie heißt die? Schreibt an Tele 5, altbekannte Adresse, Stichwort diesmal böse Onkels. Richtig schreiben, Adresse seht ihr. Und Einsendeschluss gibt es ja keinen bei uns, also was gibt es noch zu sagen? Ja, 5 von den Dingern gibt es zu gewinnen. Aber jetzt wollen wir den Freddy Krüger sehen. Ich danke euch fürs Kommen. Schöne Grüße an Frankfurt. Danke. Bis demnächst. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.